Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, Video Nummer 16 von K420. Wir grüßen euch aus Mannheim. Hajo vor der Kamera, Julio heute hinter der Kamera. Ute hat es nicht geschafft heute, ist zu Hause geblieben. An diesem wunderschönen Samstag, heute ist der 23.09., jetzt kurz vor 1 Uhr. Ja, wir sind hier mitten in der Innenstadt in Mannheim und zwar eingeladen von dem Autopflegerhersteller Herrenfahrt, ein Kontakt, den der Julio hergestellt hat, und haben hier sehr, sehr interessante Kontakte schon geknüpft. Hier sind etwa, was sind das, Julio, 40 Autos ausgestellt, also vom Lotus Elise bis zum Z1 Roadster. Wir schicken euch gleich nochmal im Anhang zu meiner Gequatsche nochmal ein paar Impressionen raus. Ja, wir haben den Jaguar hier ausgestellt, wir haben unseren neuen Flyer fertig. Schau mal, kannst da drauf gehen. Genau, der wird dankbar angenommen. Viele Leute interessieren sich für K420, haben schon angenommen, mit dem Architekten schon gesprochen, mit Christian von Speedmonkeys gesprochen. Und gerade so Events finde ich ganz interessant, weil man mit Leuten direkt ins Gespräch kommt. Das ist doch ein bisschen, sag ich mal, direkter und noch live. Aber nichtsdestotrotz wollten wir euch heute natürlich mitnehmen zu diesem Event. Super klasse Wetter. Was auch noch wichtig ist, am Mittwoch fehlte ja ein Video. Da wollte ich ja eigentlich Projekt-Updates geben zu unserem Projekt 0. Tut mir leid, dass ich das nicht geschafft habe. Es war zeitlich einfach nicht möglich, das zu organisieren. Aber jetzt kurz in diesem Video dazwischen geschoben. Wir haben es tatsächlich geschafft, den Opel Calibra jetzt zu transportieren. Der wird jetzt in Bielefeld, also ein bisschen in der Nähe von Hannover, wird er technisch und optisch wieder repariert. Und wir haben das Ganze geschafft für 842 Euro. Und das wird uns aber so lange gestundet, also da wird eine Rechnungsstellung dann stattfinden, bis wir den Wagen verkauft haben. Das ist also ein großer, großer Erfolg, den wir da haben. Wir haben einen sehr, sehr großen Schritt also da vorne gemacht, weil wir auch eben eine Werkstatt gefunden haben, die sagen, wir finden das Projekt so gut, wir nehmen unsere Arbeitsleistung daraus. Interessanterweise ist das die Werkstatt, die auch die Motorreparatur vom Jaguar gemacht hat. Und da habe ich dann nochmal angefragt und die haben sofort gesagt, man muss auch ein bisschen mal was geben und mal was weggeben, ohne direkt dann die Gegenleistung zu fordern. Und da sind wir sehr, sehr dankbar. Das ist das Motorencenter Eckartsheim in Bielefeld, dass die da uns so gesehen da den Calibra fertig machen. Es wird sehr, sehr interessantes Video dann nächste Woche geben. Dann werde ich nämlich den Jaguar, der muss nochmal so ein bisschen zu zwei, drei Nachmessungsarbeiten, muss dann nochmal zurück nach Bielefeld und dann fahre ich den Jaguar hin und nehmen den Calibra zurück und dann habt ihr das erste Mal den Calibra live und dann können wir mal überlegen, ob wir mal einen Livestream machen und ihr könnt live kommentieren, was wir an dem Calibra machen sollen. Da sind wir einen großen Schritt weiter, also genau auch im Zeitrahmen. Der Flyer gut, ansonsten alles im Rahmen. Nächste Woche geht die Webseite online. Wir haben jetzt eine Presseabteilung, so eine kleine. Auch dazu gibt es Informationen in den nächsten Tagen. Also bleibt dran, abonniert unseren Kanal, liked das Video, teilt es, kommentiert es und grüße euch herzlich aus Mannheim. Julio grüßt auch herzlich aus Mannheim und wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann, ciao.